Servus, willkommen zu einer neuen Folge Chiropraktik. Heute haben wir Kira zu Besuch. Ich grüße dich. Normalerweise ist es ja so, dass ich eigentlich von meinen Patienten fast gar nichts weiß. Oder eigentlich nichts weiß. Bei dir ist es ein bisschen anders. Zumindest kennen wir uns schon seit längerer Zeit. Das hat was damit zu tun, dass du in deiner sportlichen Karriere durchaus häufiger mal Probleme hattest. Habe ich dich eigentlich persönlich schon mal behandelt? Ja, bei meinem zweiten Kreuzbandriss. Da war ich bei dir in Behandlung. Wann war das? 2013, 2014. Also vor 10 Jahren. Fast. Mhm. Gut, dann entschuldige bitte meine kleine Gehirnlücke. Ja, Kreuzbandrisse. Mhm. Jetzt sind wir, glaube ich, fast schon beim Thema. Du spielst Handball und hast jetzt den, wie viel Kreuzbandriss? Leider den dritten. Ja, doof, ne? Mhm. Mhm. Ja, erzähl mal einmal bitte die Historie. Wann war der erste? Und wo? Ja, der erste war im linken Knie. Das war 2009. Genau, beim Handballspiel, da wurde ich dann direkt auch operiert, Ende des Jahres. Dann erfolgte die übliche Reha. Der zweite war dann 2013. Auch wieder Ende des Jahres im rechten Knie. Im rechten, ja. Mhm. Genau. Und jetzt eben der dritte, auch wieder Ende des Jahres, diesmal 2022. Genau, und jetzt eben die anschließende Reha, auch wieder rechts. Auch wieder rechts. Ja. Okay. Wie ist das jeweils versorgt worden? Rechts. Das Kniegelenk? Also es war es beides mal das vordere Kreuzband? Ja, also immer das vordere. Mhm. Genau, versorgt meinst du mit OP-Variante oder? Ja, genau. Mhm. Also was ist da jetzt nochmal genau benutzt worden zur Rekonstruktion? Also ich habe 3 unterschiedliche OP-Varianten. Ja, links lassen wir mal aus. Okay. Nehmen wir mal rechts. Ja, beim rechten wurde beim ersten Mal die Ligamismethode verwendet, durch das Uniklinikum Münster. Das ist eine neue Studie gewesen, wo mein eigenes Kreuzband wieder zusammengezogen wurde durch einen Faden, ja, und dadurch auch wieder zusammengewachsen ist. Mhm. Und jetzt beim erneuten Riss wurde ein Teil meiner Quadrizepssehne genommen. Mhm. Okay, gut. Halten wir das erstmal fest. Mhm. Das ist schon eine doofe Geschichte, dreimal, aber so ist es halt. Es ist halt Hallensport, ist und die zweite Versorgung im rechten Kniegelenk muss ja eigentlich ziemlich gut gewesen sein, weil es waren immerhin 10 Jahre. Ja, Hat gehalten und bei diesem ganzen Start, Stopp und so weiter. Gerade beim Handball ist das Kreuzband halt belastet, hat man ja vorher schon gesehen. Genau. Was kann ich jetzt heute für dich tun? Ja, also meine Reha-Phase dauert jetzt schon 7 Monate an, nach OP. Und es ist einfach ein bisschen schleppend. Natürlich ist das der zweite Riss im Knie, das weiß ich auch. Also es war schon mal alles kaputt, aber meine Muskulatur lässt immer noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Und ich habe eben seit ein paar Wochen ab einem gewissen Streckwinkel immer ein Knacken im Knie. Mhm. Mhm. Okay. Du machst bei uns ja auch KGG, ein Krankengymnastik am Gerät. Da haben wir uns ja auch kurz gesehen, noch einmal kurz gequatscht. Deswegen ist ja der Termin dann auch heute zustande gekommen. Ja. Also, deswegen, so leichte Vorinformationen, so ein ganz bisschen habe ich schon, aber du wolltest mir vorhin auch noch irgendwas erzählen. Dann hast du gesagt, nee, ich will nichts wissen. Was war das? Lass uns mal darauf eingehen. Genau, ich war jetzt nochmal bei meiner Orthopädin aufgrund dieses Knackens im Knie. Das war letzte Woche, dass sie da einfach mal drüber schaut und sie hatte dann schon beim ersten Tasten gemerkt, da geht es wohl um die Kniescheibe, die nicht so richtig sitzt und das lässt sich wohl auch zurückführen auf die noch fehlende Muskulatur in deinem Oberschenkel. Genau. Sie hat dann natürlich auch ein Röntgenbild direkt gemacht. Mhm. Und dadurch sieht man es eben auch ganz deutlich, dass die Kniescheibe gerade nicht richtig sitzt. Ja. Lösung? Muskelaufbau. Ich habe eine Bandage bekommen zur Unterstützung, vor allem beim Joggen. Ja. Ich soll den vorderen Oberschenkelmuskel, den Quadrizeps, vor allem dehnen, weil sie sagte, durch den extremen Muskelaufbau ist das jetzt auch alles verkürzt und auch das kann für dieses Knacken sprechen.
Genau, und ich hoffe, ich habe mir da alles gemerkt und setze das jetzt um. Ja, schön. Gut, finde ich nämlich richtig gut. Da musst du mir nachher unbedingt mal den Namen noch von der Orthopädin sagen, weil entweder ich bilde mir das jetzt ein, oder ich habe dir eigentlich sowas Ähnliches erzählt. Als ich dich da auf der Trainingsfläche gesehen habe, war klar, dass deine Adduktoren halt, als ich deine Beine im... Ja, also man sieht es halt ganz klar auch. Relativ, ne? Ja. Und dass dein Quadrizeps halt schon relativ steil geht und eine hohe Spannung hat. Deswegen hatte ich, glaube ich, unsere anderen Therapeuten auch gesagt, tief reingehen, damit sich die Kniescheibe ein bisschen löst. Ja. Toll. Finde ich super. Du hättest Arzt werden sollen. Nein, ich sage schon immer, Ärzte und Therapeuten können einfach super zusammenarbeiten. Oder so. Wenn siehst du, beide Seiten gleichmäßig. Okay, gut. Rein von Schmerzen her, wie sieht's da aus? Hast du irgendwo, weil ich habe jetzt noch nichts vom Schmerz gehört. Ich habe gehört Knacken, Kniescheibe, läuft nicht rund, alles cool. Aber Schmerz? Bei bestimmten Bewegungen. Jetzt auch bei der KGG, wenn ich in den Ausfallschritt gehe, habe ich immer im Bereich der Patellasehnen ziehen. Auch beim Treppe runtergehen, es ist schon besser geworden, aber eigentlich immer im Patellasehnenbereich, dass es da anfängt zu ziehen und zu schmerzen. Was ist das? Die Röntgenbilder. Ah, ja. Toll. Entweder ich bewege, ich bewege. Okay. Darf ich? Ja. Okay. Nur was man hier sieht, ist nur Kiras rechtes Kniegelenk. Und das hier vorne, was ihr vielleicht schwach erkennen könnt, das hier ist die Patella. Und das hier ist der Oberschenkelknochen. Und die sitzt da nicht so richtig im Gleitlager drin. Genau. Die wird schön, ihr seht hier, ist der äußere, also der Rand der Patella ist viel näher am Knochen. Der hier, der geht drüber hinaus. Das heißt, da ist halt ein ungleichmäßiges Zugverhältnis, was die Seiten angeht, auf der Kniescheibe. Und die Kniescheibe an sich, wofür ist sie eigentlich da? Weißt du das? Warum haben wir da so ein Stück Knochen nochmal im Gelenk? Ich dachte, das erklärst du mir heute. Ha. Gut gedacht. Super Bild, schön zu sehen, sehr aufschlussreich. Finde ich richtig gut. Es ist so, dass halt die Kraft des Oberschenkelmuskels auf das Kniegelenk durch so ein, man nennt es Hypermochleon, das ist so ein Überbein quasi, wird dadurch gebildet. Die Sehne wird nochmal verlängert und dadurch kann halt einfach eine größere Kraft im Kniegelenk entwickelt werden. Dafür ist die Patella da, die ja an für sich eigentlich störend ist in einem Gelenk, weil es nochmal ein Stück Knochen ist. Aber die ist halt super, super wichtig. Und die Erklärung ist da, glaube ich, auch wirklich wichtig. Linda, vielleicht kann ich dich auch nochmal um Kira, dass du auch ein bisschen gucken kannst, dass wir hier einfach nochmal kurz das nochmal am Skelett erklären. Hier ist der Oberschenkelmuskel. Der Oberschenkelmuskel, der Strecker. Natürlich haben wir auch die Beuger, dann die Adduktoren hier innen, bei dir untertrainiert. Gucken wir uns gleich noch an. Und gerade hier Quadrizeps, der Strecker, der das macht, läuft hier drüber. Die Sehne läuft hier drüber und vor allem auch die Faszien. Das wird heute nochmal ganz wichtig. Viele können das Wort nicht mehr hören, aber in dem Bereich ist es halt super wichtig. Laufen hier über die Patella drüber. Und dann haben wir hier unten das hier, die Tuberositas Patelle. Nee, Quatsch. Tibiae, genau. Also Tibia ist hier das Schienbein und das ist eine Rauigkeit. Tuberositas heißt Rauigkeit. Da setzt die Sehne an, weil die Sehne kann dann besser an einem rauen Knochenpunkt sich festhalten. Da ist bei dir ja ein Stück entfernt worden. Wahrscheinlich ist auch der Operation, da wo operiert worden ist, das zieht noch. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Aber jetzt ist es so, dass halt eben hier die Patella, die muss schön im Gleitlager mittig sein. Und es kann sein, dass sie sich nach medial oder nach lateral, also nach innen oder nach außen, durch unterschiedliche Zugverhältnisse bei dir, ne, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die da sind, man sieht es ja auf dem Bild auch, dann verschiebt die sich.
gerade bei den Bewegungen. Du hast gesagt, glaube ich, am Ende beim Strecken knackt es halt, ne? Weil dann kommt natürlich, der Muskel spannt an, die Sehne spannt an, dann gibt es Druck auf die Patella und die wird ans Kniegelenk gedrückt. Und wenn die dann nicht ganz mittig ist, dann macht es knuck und dann fällt die mittig rein, wenn es geknackt hat. Dann beugst du wieder, dann zieht die sich wieder ein bisschen nach außen und dann macht es wieder knuck und es geht wieder rein. Das heißt, wir müssen absolut richtig auf der einen Seite wohl mehr Muskulatur trainieren, auf der anderen Seite aber halt eben die Strukturen ein bisschen entspannen. Dehnen, so wie die Ärztin das gesagt hat, dehnen ist super für dich, was du selber machen kannst. Aber ich werde da noch ein bisschen anders arbeiten. Super. Reicht mir eigentlich fast, weil ich glaube, da haben wir einiges zu tun. Jetzt der Schmerz aber in der Patellasehne. Das ist jetzt der einzige dominierende Schmerz, den du im gesamten Kniegelenk hast. Ja. Okay, gut. Okay, dann ist bei mir heute gar nicht so, steht gar nicht so groß im Vordergrund die Schmerzverringerung, sondern schon mal deine Kniescheibe darauf vorzubereiten, dass sie einfach wieder ein bisschen gerader läuft. Ich hatte Linda noch gesagt, dass ich ein bisschen Zauberstaub kaufen soll, war aber gerade ausverkauft. Ich werde dir das heute höchstwahrscheinlich nicht einfach wegzaubern. Aber ich werde einen großen Grundstein legen dafür, dass wir die Patella wieder in die richtige Richtung bekommen. Und das ist ja jetzt auch neu seit der OP, ne? Oder war das ja davor schon? Nein. Gut. Fragen? Erstmal nicht. Na dann, wollen wir mal gucken, was dein Körper so sagt. So. Dann zeige ich euch mal, was mir im Vorbeigehen, ich bin an ihm vorbeigegangen, dachte mir so, bin ich wieder zurückgegangen und dachte mir so, was ist denn da los? Und das hat ja auch die Orthopädin nochmal bestätigt. Mhm. Gucken wir uns einfach mal natürlich die von OPs ein bisschen gezeichneten Knie, vor allem das rechte, klar, da sehen wir hier noch die Kampfspuren, die aber noch relativ verhalten sind. Wichtig ist jetzt, dass ihr euch das Muskelrelief einmal anguckt. Von den Oberschenkeln. Und da sieht man ganz deutlich, dass das hier wesentlich flacher ist und nach innen geht. Ich muss selber noch mal kurz gucken, denn das sieht man, ne? Ja, geh noch mal ein bisschen raus, noch ein bisschen weiter nach hinten. Und das heißt einfach, von den Adduktoren, das sind die Dinger hier, das muss auftrainiert werden. Das haben wir schon ganz klar gesagt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Kniescheibe dementsprechend nicht ganz richtig sitzt, das muss ich aber gleich im Liegen nochmal testen, ist halt sehr, 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 sehr hoch. Das ist, mit dem Knacken, das macht halt absolut Sinn. Also da ist definitiv noch einiges an Training zu machen. Deine Füße, hast du mal Einlagen gehabt? Nee, ne? Dass die hier, ja, ganz schön flachi. Flach und breit und ja. Ja, aber das sehen wir hier immer und immer wieder. Bestimmt das 100. Mal, dass ich das auch schon erzähle. Wir neigen halt einfach dazu. Aber macht halt die Abfederung und Belastung für die Knielenker macht es halt ein bisschen größer. Mhm. Nichtsdestotrotz sehen wir hier natürlich auch vom Quadrizeps nochmal einen anderen Umfang als hier. Ganz deutlich, gerade auch hier medial mittig. Wenn ihr nochmal guckt, hier diesen Bereich auf der Hand, hier, wenn mein großer Kopf nicht davor ist, dieser Bereich hier und hier, das ist deutlich, man nennt das atrophiert. Also da hat die Muskulatur einfach abgebaut. Das Schöne ist, wenn wir die Funktionalität deines Kniegelenks komplett wiederhergestellt haben, auch mit der Patella, dass der Körper merkt, gerade was Muskulatur angeht, merkt er sich eigentlich ganz gut, was er hatte. Das heißt, du wirst das auch wenn es jetzt dauert, 7 Monate, bedenke nochmal, OP, die normalen Heilphasen nach 3 Monaten sollen die so abgeschlossen sein. Es kommt aber darauf an, wie groß eine OP war. Das war jetzt wieder ein normaler Kreuzbandriss, ja, aber es war der zweite. Mit Innen- und Außenmeniskus aber auch, dabei. Auch eingerissen, ja. Also weniger Belastung am Anfang dann. Okay. Ja. Da kann das durchaus auch mal ein halbes Jahr bis 12 Monate dauern. Das hört niemand gerne, aber man muss es halt einfach auch so
Aber ich denke mal, das weißt du auch ungefähr. Ja. Ja? Mhm. Gut, aber wir haben definitiv was, was wir verbessern können. Jetzt haben wir vorhin in der Pause kurz über deinen Beckenschiefstand gesprochen, was man hier deutlich sieht. Ja, da habe ich gesagt, da gehen wir nicht näher drauf ein. Jetzt müssen wir es aber trotzdem kurz erwähnen. Du hast eine Erhöhung, ne, auf einer Seite, weil mal gesagt wurde, dass du eine anatomische Beinlängendifferenz hast. Mhm. Nochmal kurz für euch. Anatomisch bedeutet, dass die Knochen auf der einen Seite, entweder Oberschenkel- oder Unterschenkelknochen oder beide, tatsächlich wirklich in der Länge kürzer sind als auf der anderen Seite. Das haben wir aber bei Beckenschiefständen ungefähr bei 5%, wenn überhaupt, also sehr selten. Wenn, häufig sind es funktionelle Unterschiede. Da das jetzt aber auf unsere Behandlung hier heute nicht den größten Einfluss hat und das nochmal eine komplette Folge einnehmen würde, belasse ich es erstmal bei der Information. Dementsprechend, wie ist das bei der Kniebeuge? Hört man es dann? Ach doch. Da war's. Mhm. Da ist es. Aha, nochmal. Nochmal. Da ist aber Musik drin. Mhm. Das ist ja jetzt nicht einknacken. Nee. Mach nochmal. Hörst du das, Linda? Schlecht. Es regnet auch draußen, ja. Ne? Sind die Regengeräusche vielleicht? Okay, wir gucken gleich einfach mal. Ja. Leg dich mal auf den Rücken. Ich gebe dir erstmal noch ein Handtuch. So, dann leg dich mal auf den Rücken bitte einmal. Wie ist das mit der Beugung und Streckung? Eigentlich gut. Eigentlich gut, aber da tut's weh. Ja, so langsam fängt's außen an. Fängt's aus, okay. Mhm. Wie ist hier? Nix. Ja. Okay. Volle Beugung im Kniegelenk bedeutet immer am meisten Kompression im Kniegelenk. Und immer wenn irgendwas noch im Kniegelenk nicht hundertprozentig passt, dann ist die Beugung immer noch ein ganz klein bisschen eingeschränkt und auch schmerzhaft. Jetzt hast du allerdings vom Schmerz hier außen angegeben. Ja. Das ist auch so der Bereich, der mich heute höchstwahrscheinlich am meisten interessiert, den ich schon die ganze Zeit im Kopf habe. Das freut mich. Gut, okay. Nehmen wir das erstmal so hin. Wie ist das? Ganz leicht nur. War es ganz leicht? Das ist Richtung Schienbein so ein bisschen zieht. Ja, hier ein bisschen runter. Okay, das könnte dann die Patellasehne auch noch ein bisschen sein. Aber ansonsten von der Beweglichkeit her, von der Überstreckung, das Kniegelenk kann man immer ein bisschen über Null strecken. Also Null ist quasi da. Mhm. Und wenn ich die Ferse noch ein bisschen abheben kann, dann sind wir da im Vollen. Das ist ganz gut. Okay, gut. Dann. Gemerkt? Mhm. Wir haben noch nichts gemacht. Also quasi gerade angefasst und nun ganz. Da. Ganz bisschen nach innen verschoben. Tja, wenn ihr jetzt mal wieder, ich schätze mal so in 10 Jahren oder so, habt ihr zu Hause so irgendwelche Gefühlshandschuhe an oder so und könnt das dann nachempfinden. Für dich ist das doof, ne? Also es tut nicht weh, aber du merkst die ganze Zeit dieses Knubbeln, ne? Ja, genau. Sobald ich die Kniescheibe nun ganz bisschen nach innen verschiebe, zack. Merke ich genau hier. Wie soll man das? Beschreib du es doch mal. Überspringen einer Sehne, so fühlt es sich für mich an. Genau, nur da ist keine Sehne. Und das ist hier direkt. Gehört? Okay, ich muss selber gerade ein bisschen nachdenken, deswegen erkennt das von mir nicht unbedingt, dass es gerade ein bisschen ruhig wird, aber es
komplette Stille unter der Kniescheibe. Hier nun wahrlich nicht. Also hier außen. Es ist ein unangenehmer Bereich. Also merkst du, die Kniescheibe wird ein bisschen zu weit außen gehalten. Die mag es nicht, wenn ich die nach innen bringe. Mhm. Entsprechend wird bei der Streckung deine Kniescheibe von außen dann nach innen springen. Die wird ein bisschen weiter außen sein, als sie es eigentlich sein sollte. Die muss ein bisschen mehr nach, mit, also mehr in die Mitte kommen. Aber dieses Gefühl hier ist jetzt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, oh, ich habe schon 10 Kniegelenke gehabt, wo sich das genauso anfühlt. Da bin ich halt jetzt echt am Überlegen, ob das gegebenenfalls halt von den OPs, ob da noch irgendwas im Subtext mit rumschwimmt. Das merkst du hier noch, ne? Mhm. Und hier zum Beispiel bin ich jetzt, ich kann das mal einmal einzeichnen. Kniegelenkspalt. So, da ist der Kniegelenkspalt. Das bedeutet hier Oberschenkelknochen, Unterschenkelknochen, Unterschenkelknochen. Wie gesagt, denk nochmal dran. Das Schienbein, ja, und das Wadenbein bildet das Kniegelenk. Aber nur das Schienbein kommt mit dem Oberschenkelknochen zusammen. Ja? So, das ist der innere. Hier ist der äußere Spalt. Könnt ihr bei euch zu Hause versuchen zu testen. Nehmt die Finger, geht seitlich und mittig ans Kniegelenk und da, wo ihr so ein bisschen in so einen kleinen Spalt, da könnt ihr auch das Knie so ein bisschen beugen, ein bisschen strecken, reinfallt, da ist der Kniegelenkspalt. Da sind zum Beispiel deine Menisken, da hattest du deine Meniskusschäden, Innenmeniskus, Außenmeniskus, Vorderhorn, Hinterhorn, genauso außen, Vorderhorn, Hinterhorn, die sind wie so ein, sehen aus wie so eine Niere, eigentlich die Dinger, die hattest du ja auch noch mit kaputt. So, warum ich das eingezeichnet habe, ist, wenn ich nämlich auf den Knochen gehe, dass der Knochen an sich, egal ob jetzt Oberschenkel oder das Schienbein, beides sehr druckempfindlich noch ist. Und das spricht auch immer noch dafür, dass da drin noch ziemliche Heilprozesse im Gange sind. Weil das an und für sich jetzt nichts mit deinem Verletzungsmuster zu tun hat, mit dem Kreuzband an sich. Mit der OP. Nichtsdestotrotz versucht dein Kniegelenk im wahrsten Sinne des Wortes noch das Gleichgewicht zu finden. Oh, Kira, das wird interessant. Komm ein Stückchen zu mir rüber. Hier, dass du mit der Hüfte hier an die Kante kommst. Genau. Das Bein einmal anstellen. Das Bein ist. Mit deinen Sprunggelenken war da mal irgendwann was? Ja. Sagt, was denn? Ach, immer mal ein Bänderriss, ne? Ja, vermehrt rechts, vermehrt links, oder? Ich glaube, das war recht ausgewogen. Also links hatte ich mal einen Syndesmosebandanriss. Mhm. Quizfrage, was ist die Syndesmose? Ich habe vorhin gesprochen vom Schienbein und vom Wadenbein. Und dazwischen, da verläuft so ein fächerförmiges Band. Und wenn man umknickt, dann geht meistens das Wadenbein ein bisschen zur Seite weg, weil man knickt meistens immer nach innen. Und dann reißt die Syndesmose ein, dieses fächerförmige Band. Tut weh. Richtig weh. Ja, weil... Ich wollte dein Bein gerade nehmen und dann hat dein oberes Sprunggelenk so ein ganz komisches Geräusch von sich gegeben. Zieh mal die Fußspitzen an, soweit wie es geht. Weiter. Danke. Wegstrecken. Gut. Muss mal locker. Einmal Innenrand hochziehen. So. Gut. Außenrand. Okay, gut. Das sieht wiederum eigentlich ganz gut aus. Mal anstellen.
auch okay. Gut, dann nehmen wir das mal so als Momentaufnahme hin. Ich habe jetzt von der Bewegung her etc. eigentlich am Sprunggelenk dann doch nichts gefunden, obwohl es sich erst sehr komisch anhörte. Dann können wir ja jetzt im Subtext weitermachen. Einmal rumkommen bitte. Du lässt mal das Bein hier hängen und streckst jetzt einfach nochmal. Nochmal, Runde. Strecken. Locker. Streck. Locker. Strecken. Komm, streck. Mama. Zack. So, kommt mal ganz nah ran, bitte an die Kniescheibe. Strecken. Knack, knack. Da knackt es. Und. Ja. Also. Vom Hören her relativ schwierig, aber trotzdem merkt man hier im äußeren Bereich nochmal. Weiter, weiter, weiter. Gut. Und zack, nochmal. Nochmal. Ist anstrengend, was? Mhm. Nochmal. Und schon ein bisschen Krafttraining. Okay, locker lassen. Na gut. Ich wollte das jetzt nochmal ein bisschen stärker provozieren, das Geräusch einfach. Um da auch nochmal ein bisschen mehr Orientierung reinzukriegen. Okay, Kira. Jetzt haben wir echt lange gequatscht und untersucht und so weiter. Jetzt wollen wir mal anfangen zu behandeln. Und von der Behandlung her, das spare ich mir für gleich nochmal auf, nämlich die Quadrizepssehne, da hast du mir einen Schmerz angegeben. Für mich ist es jetzt erstmal wichtig, dass ich versuche, diesen äußeren Zug auf die Kniescheibe zu verringern. Und da werde ich viel hier außen am Oberschenkel, vorne außen arbeiten. Und entgegen meiner Natur fange ich da erstmal recht oberflächlich an. Ach so, so fühlt es sich nicht an, aber... Ja, deswegen, das habe ich mir auch schon fast gedacht, weil ich es nämlich vorhin auch von der Druckdolenz, also von der Schmerzhaftigkeit hier in diesem Bereich... Ich habe ja gesagt, das kommt vom Knochen, also vom Heilprozess, aber unter anderem auch, weil ich ja schon gemerkt habe, hier die Faszien, wenn ich da nur drauf drücke, und das darf so nicht sein. Auf der linken Seite allerdings mal, dann war das auch relativ fest. Hast du in deiner aktiven Zeit viel mit der Rolle gearbeitet? Ich kann die Antwort nicht. immer mal wieder. Ich habe auf jeden Fall eine. Gut. Okay. Mit dem Handball. Wie sehen da so deine Ambitionen aus? Die Ambitionen sind eher jetzt Richtung Trainerfunktionen. Ja. Weil nach 3 Kreuzbandrissen. Ehrlich, wenn ist, da an dem Kniegelenk nochmal was ist. Ja. Das war jetzt. Wie alt? Ja. 31. Mhm. Ja, ist jetzt noch nicht clock old, ne? Aber halt was Sport angeht und also dein Körper hat dir jetzt dreimal oder gesagt, pass auf, Kniegelenke mögen jetzt den Hallensport nicht unbedingt so sehr. Ja. Nee, die Vernunft ist jetzt da. Weißt du, was ich richtig gut finde? Wenn du Trainerin wirst, ne? Was kannst du deinen Mannschaften beibringen? Ich hoffe einiges. Einiges. Unter anderem aber natürlich, wie man mit Abstand am wenigsten Kreuzbandrisse bekommt. Das sollte in deinem Hauptfokus liegen, weil, das betone ich immer wieder, das bei Hallensportlern, gerade bei Handballern, halt häufig vorkommt. Mhm. Warum kommt das häufig vor? Durch diese krassen Abstoppbewegungen, die ihr habt. Das heißt, eigentlich im Training muss der Körper auf diese Abstoppbewegung. Das denkt jeder Handballer wahrscheinlich, ja, machen wir doch immer. Das ist okay. Aber ich weiß, dass bis zum heutigen Tage auch nicht viel gedehnt und mobilisiert wird. Und auch die Kräftigung könnte anders sein. Also ich würde, vielleicht wenn du dann mal trainierst, vielleicht denkst du dann an den heutigen Tag und denkst einfach nochmal, oder kannst mich dann auch gerne kontaktieren, weil mir das dann doch einfach...
es sind einfach so viele Kreuzbandrisse. Und ich sage jetzt immer extra schon Hallensport, weil ich habe mich, glaube ich, bei vielen Handballern schon unbeliebt gemacht, weil ich mal die Handballer vorwegschiebe. Volleyball zum Beispiel ist einfach nicht so weit verbreitet. Mhm. Vor allem hier in unserer Region Ostwestfalen ist Handball halt echt groß. Und dementsprechend habe ich natürlich viele Patienten gehabt, viele junge Patienten mit Kreuzbandrissen. Aber das heißt nicht, dass man sich vor einem Kreuzbandriss schützen kann, aber ich glaube, man kann schon ein bisschen was modifizieren. Und ja, und das darf so nicht sein. Und ich weiß nicht, ob ihr Kiras Gesicht gerade sehen könnt, aber ich bin immer noch ganz, ganz medium dabei. Das ich versuch, darfst du nicht sagen, sowas. Ich versuche mich nach und nach so ein bisschen vorzukämpfen, um halt an die tieferen Schichten zu kommen. Wir können jederzeit eine Pause machen, ne? Mhm. Wie krass die nur. Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum kommt es, also warum ist deine Kniescheibe so aus dem Gleichgewicht gekommen? Jetzt haben wir natürlich auch einen Teil von deiner Quadrizepssehne verloren. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass jetzt, wenn es auf einer Seite ein bisschen fehlt, das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Patella. Wäre das aber ein grundlegendes Problem, würde dieses OP-Verfahren wohl nicht durchgeführt. Ne? Trotzdem müssen wir uns die gleich natürlich nochmal genauer angucken. Mhm. Erzähl doch mal einen Schwank aus deinem Leben. Linda, hast du gerade einen? Nee. Auch nicht. Oh, da hinten wird es auch noch regnerisch. Oh Mann. Also, wir sehen hier schon so eine leichte Mehrdurchblutung im vorderen Oberschenkel. Und warum ich die Faszien vorhin nochmal bei der Kniescheibe angesprochen habe, das zeige ich dir gleich und das zeige ich euch gleich nochmal. Das suche ich nochmal kurz im Anatomieatlas. Mhm. Gut. Ja, ich kämpfe mich so langsam an die Seite vor. Ja. Ihr tragt ja immer nur hier die bestimmte Marke. Es gibt noch die Marke mit den drei Streifen. Mhm. Zu denen komme ich jetzt eigentlich gerade. Die jetzt hier vorne quer durch die Strukturen bleibt. Also ein Bereich interessiert mich besonders und das ist dieser Zug hier. Da merke ich richtig, wie viel Spannung da drunter ist. Und man sieht es auch ein ganz klein bisschen hier oben schon. Dass es hier sich noch ein bisschen mehr verfärbt. Das Doofe ist am Knie dann, je näher ich ans Knie komme, desto mehr Knochenanteil ist da natürlich. Und wenn ich auf den Knochen komme, dann sind da halt immer noch ein paar mehr Schmerzrezeptoren drin. Mhm. Macht jetzt auch nicht unbedingt gerade besser. Nee. Aber das geht, ne? Mhm. Also es ist gerade noch auszuhalten. Mhm, gut. Was ist denn mit Menisken gemacht worden? Die wurden genäht. Mhm. Das war eine ganz blöde Frage. Mhm. Wie weh taten das, die Verletzung? Ziemlich. Ziemlich? Ja. Ich hab einiges an Knien gehabt, aber nie einen Kreuzbandriss. Mhm. Also alle drei Male. Mhm. Ja. Bist du schnell operiert worden? Beim dritten Mal jetzt nicht, weil ich erst darüber nachgedacht habe, das nicht operieren zu lassen. Ja. Ja, aber letztendlich habe ich mich von den Ärzten überzeugen lassen, dass
ich ja doch noch nicht so alt bin und noch gerne Sport machen möchte. Naja, und also an den Menisken wärst du ja wahrscheinlich sowieso nicht drum herum gekommen, ne? Wahrscheinlich nicht, aber das haben sie erst bei der OP gesehen. Ach so. Mhm. Oh, interessant. Zumindest wird vorher noch nicht von den Menisken gesprochen. Mhm. Mir hat mal ein Orthopäde gesagt, oder auch ein Orthopäde-Chirurg, je früher man operiert, desto besser bei einem Kreuzbandriss. Das heißt nicht, dass man nicht erst überlegen sollte und gucken sollte, aber trotzdem, wenn man weiß, das Ding ist durch, ich brauche ein stabiles Kniegelenk, dann je früher, desto besser. Das ist natürlich immer die Frage, ja, wie kann man denn schnell operiert werden halt, ne? Hat man einen Bekannten, der Chirurg ist, wird das wohl ein bisschen schneller gehen. Aber manchmal ist das auch machbar. Gut, dann machen wir weiter. Ich habe gerade zu Kira gesagt, dass, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgehört habt, es wird heute eine Folge, wo ich kein einziges Gelenk stellen werde. Warum? Weil es nichts zum Knicken und Knacken gibt. Aber auf der anderen Seite mache ich natürlich die Patella in der Stellung, verändere ich auch. Und das ist auch eine Form der Chiropraktik. Allerdings muskulär-faszial gelöst. Ne? So, wollen wir weitermachen. Das meinte so gerade in der Pause ein bisschen warm geworden, das Bein. Ja. Ich war auch sehr enttäuscht, finde ich. Die Durchblutung lief. Jo. Jetzt noch ein bisschen näher an. Ach, jetzt hätte ich ja den Anatomieatlas. Sollen wir gleich nochmal eine Pause machen? Oder ich zeige es zum Ende hin einfach nochmal. Gut. Gut. Jetzt bin ich tief drin. Also viel tiefer kann ich da gar nicht arbeiten. Das ist super. Oh, das ging jetzt. Also das meine ich ja damit. Mhm. Das ist am Anfang, man muss sich so vielleicht so ein bisschen vorarbeiten. Hätte ich das hier am Anfang gemacht, hätte es mir wahrscheinlich sofort eine Rechts-Links-Kombination gegeben. So, jetzt kommen wir auch so langsam in den Bereich des Casus Knactus. Mhm. Jetzt komme ich mal zur Patella. Und da ist es. Da muss ich wieder die Intensität deutlich runternehmen. Okay. Mhm. Der Anfang war doof gerade, ja, ne? Ja, der Anfang war nicht schön. Ich habe dir jetzt die Rolle gegeben, dadurch haben wir mehr Beugung im Kniegelenk, dementsprechend fester ist deine Patella, ist die Scheibe. Das war vorhin nicht so, deswegen muss ich dir die Rolle einfach mal klauen. So. Jetzt kann ich die Kniescheibe noch ganz anders bewegen und weil ich nämlich jetzt ein bisschen seitlich drunter muss. Nur zur Erinnerung oder zum Verständnis vielleicht. Um das so
mal eben noch mal festzuhalten. Komm mal einmal nach unten, einmal hier hinstellen, weil dann kann ich es noch mal einmal erklären. Bei der Streckung wird die Kniescheibe etwas zu weit außen gehalten und rutscht dann erst nach innen. Was ich jetzt hier tue, ist eben diesen äußeren Zügel, den zu lockern, ne, damit die nicht mehr ganz so stark gehalten wird. Auf der anderen Seite aber dann haben wir in dem Prozess die Adduktoren zu kräftigen, damit auch hier die Adduktoren, die strahlen hier auch noch mit ein Richtung Patella ins Kniegelenk, die Kniescheibe ein bisschen mittiger halten. Okay? Gut. So, okay. Als ich dich vorhin das allererste Mal hier angefasst habe, hast du auch kurz so ein inneres Bild. Ja. Weißt du, was ich meine, ne? Da ist die Stelle. Ja, aber geht. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Gut. Ich schiebe jetzt extra die Kniescheibe etwas nach innen, weil hier, da ist der Bereich, wo dieses Knacken extrem entsteht. Okay. Gut. Bin hier selber fast ein bisschen überrascht von. Ich dachte, dass das an der Stelle intensiver für dich wird, aber umso besser, dass das einigermaßen geht. Einigermaßen. Okay. Tut mir einen Gefallen. Zieh mal den Fußspitze an. Jetzt haben wir nämlich Spannung drauf. Halt, ne? Ja. Kannst du wieder loslassen. Ja. Ja, wenn ich euch das jetzt wieder zeigen könnte, kann ich aber leider nicht, weil man es kaum sieht. Das ist unangenehmer als direkt an der Kniescheibe, was? Guck mal, oder? Das jetzt so eingeschmiert. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt durchmalt. So, dieser Bereich hier. Den werden wir uns jetzt auf jeden Fall auch bei dir merken. Weil dieser Bereich hier, der fällt mir besonders auf. Wir haben hier diesen Traktus, der ist so relativ flächig. Wenn ich aber hier hinkomme, wird er auf einmal ein bisschen dicker. Als ob der so ein bisschen nach außen geht.
Und hier ist auch ziemlich viel Spannung drauf. Das ist noch gar nicht direkt am Knochen. Hier geht er direkt am Knochen. Aber diese Stelle hier, die ist durchaus sehr interessant. Und die hier, dieser Bereich, der geht halt hier auch an die Kniescheibe. Der zieht hier hin. Wie gesagt, ich zeige euch das gleich nochmal. Aber normalerweise hätte eigentlich dieser Bereich hier für dich mit Abstand am schmerzhaftesten sein sollen. Und das geht. Und weißt du, was das Gute daran ist? Das zeigt eigentlich ganz gut, dass wir was verändern können. Weil je mehr die Problematik im Weichteilgewebe liegt, desto besser können wir durch manuelle Behandlung und durch Training das Ganze auch wieder beseitigen. Mhm. Ich hätte übrigens an der Stelle, wo du gerade warst, also ich glaube, das war die sehr schmerzhafte Stelle, direkt nach der OP immer schon so einen Knubbel. Den hatte ich, oder hatte Lena auch schon ganz am Anfang bemerkt. Ja. Da hatte ich immer, ich weiß nicht, ob man den jetzt auch fühlt. Ja, ja, klar. Also deswegen meinte ich das vorhin. Man sieht es eigentlich kaum, also man kann es kaum sehen, aber man fühlt es halt deutlich. Ja. Das weiß man halt nie so genau, was halt bei der OP so, was da so passiert halt, ne? Und was da gemacht werden muss, aber es scheint auf jeden Fall noch einen Einfluss auf deine Kniescheibe zu haben. So, jetzt lassen wir den Bereich einmal mal in Ruhe. Kleiner Unterschied. Und jetzt bin ich genau an der Patellasehne. Das sieht man jetzt nicht so richtig geil, aber das hier ist der untere Rand von der Kniescheibe, also die Patellasehne, und hier ist der Knochen, da ist diese Rauigkeit, die ich vorhin meinte, vom Knochen her, und das ist die Patellasehne. Du weißt nicht zufällig, wo sie dir was entnommen haben, ob außen oder innen? Nee, das weiß ich nicht. Ich habe es gesehen, jetzt kann ich es wieder wegwischen. Jetzt habe ich wieder komplett blau stehen. Jetzt vom Tasten her auch nicht sagen, ob außen oder innen was weggenommen worden ist, aber die Spannung ist außen höher als innen. Merkst du das? Ja. Bei Knien leide ich immer so mit. Ich leide sonst eigentlich nicht so richtig mit, aber Knie kann ich nachvollziehen. Das ist immer... Hast du einen OP-Bericht? Mhm. Toll. Den kannst du mir einfach nochmal reinreichen bei Zeiten, weil da müsste eigentlich dann stehen, wo was von der Quadrizepssehne entfernt worden ist. Auf jeden Fall ist die Spannung auf der Quadrizepssehne außen deutlich höher als innen. Das ist alles jetzt auch nicht unbedingt ein Wunder. Mhm. Wir haben ja ganz am Anfang schon dein Muskelrelief auch gesehen. Da ist ein Ungleichgewicht in dem Bein, in dem Oberschenkel einfach vorhanden. Und das kann sich durchaus leicht halt einfach auf die Kniescheibe dann auswirken. Aber hier haben wir schon diesen einen Punkt. Mhm. Das ist warm Beinköpfchen. Da. Und wenn ich jetzt weitergehe, komme ich, hier ist der untere Schienbeinrand. Jetzt komme ich weiter. Ja. Das ist immer noch Schienbein. Ist okay? Boah, das war gerade sehr unangenehm.
Hier? Ja, da irgendwo. Spann mal einmal Fußspitze anziehen. Nochmal locker lassen. Nochmal anziehen. Wie ist das? Wird das nochmal provoziert? Hm. Ich weiß nicht, ob ihr die Kuhle hier sehen könnt. Hier, das ist der Bereich von der Patellasehne, da wo ich gerade dran war. So, verschiebe ich die Sehne ein bisschen zur Seite. Und hier am Knochen war es, glaube ich, vorhin, wo es bei dir sehr unangenehm war. Naja. Okay. Wie ist das? Tut weh, aber noch im Rahmen. Ziehen wir mal die Fußspitze an. Ja, gut. Heben wir das Bein ab. Höher. Merkst du dabei irgendetwas? Mhm. Okay. Nur, ich wollte gerade noch einen vollen Zug einmal auf die Sehne draufbringen halt. Das ist halt sehr viel Knochen in der Nähe. Und wenn ich einmal über den Knochen zum Beispiel so rüber ein bisschen rutsche oder flutsche, dann kann das richtig, richtig, richtig kacke sein. Okay. Gut, Kira. Pass auf. Du kommst nochmal mit deinem Becken ein Stückchen hier rüber. Das Bein anstellen. Wir machen das nochmal genauso wie vorhin am Anfang. Mhm. Okay? Das Bein lässt du hier einmal hängen. Und das war mein Knie. Strecken, strecken. Locker lassen. Strecken, strecken. Da. Strecken. Wollen wir jetzt. No. Okay. Ja, so viel weniger Musik ist da jetzt auch nicht drin. Nochmal strecken. Locker lassen. Nochmal strecken. Streck, 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 streck. Nochmal. Da kommen wir wieder rein. Okay. Gut, nochmal zurück. Also nimmt der Druck ein bisschen, halte ich ein bisschen stärker gegen. Ja, dann haben wir da wirklich von der Patella her noch einen höheren Druck. Leg mal auf die linke Seite, bitte. So. So kommen wir so ein bisschen besser an die seitlichen Strukturen hier dran. Okay, nochmal auf den Rücken legen. Spann nochmal an. Gut, locken lassen. Da war die Abwehrhand. Ja, gut, da bin ich ein bisschen weiter nach innen gekommen, hier innerer Oberschenkel, habe ich nicht behandelt. Da wollen wir ja mehr trainieren. Ne? So. Keine Sorge, da gehe ich nicht nochmal hin. Da. Du wolltest ja nicht nochmal. Nein, nein.
dieses Bein nochmal anstellen, bitte. Anstellen. Hier, da, da. Ganz bisschen noch über. So ist gut. Nochmal hängen lassen. Langsam, drück mal gegen meinen Oberschenkel mit deinem Unterschenkel. Locker lassen. Nochmal drücken. Locker lassen. Druck. Da kommt mehr Druck. Nochmal Druck. Locker lassen. Druck. Nochmal. Gut. Okay. Was kann ich damit zeigen? Hast du gerade was gemerkt? Es war leiser. Das auf jeden Fall, ja. Aber der aufmerksame Zuschauer wird auch gesehen haben, dass ich den Unterschenkel etwas anders angepackt habe. Ich habe das erste Testung habe ich hier unten. Und jetzt gerade habe ich ein bisschen Kniegelenks nahe gepackt. Warum? Wenn ich hier unten packe, ist der Hebel größer. Das heißt, Druck ist größer in deinem Kniegelenk. Also habe ich quasi fast ein bisschen jetzt geschummelt, weil ich hier angefasst habe. Habe ich aber extra gemacht. Warum? Um zu sehen, eben, wenn ich hier anfasse und es wird deutlich leiser, dann ist das nochmal ein Hinweis darauf, dass wenn wir den Druck verringern, dass die Kniescheibe dann wesentlich ruhiger läuft. Also eigentlich positiv. Genau. Mhm. Da war das Schummeln eigentlich durchaus mal positiv. Aber komm nochmal her. So, jetzt nochmal strecken. Strecken. Streck. Locker lassen. Streck. Locker lassen. Strecken. Locker lassen. Ja. Hast du gemerkt, dass es vorhin beim Lockerlassen auch wieder ein bisschen gesprungen ist? Also nicht jetzt gerade in diesem Moment, sondern davor. Ja. Also, wir können den Einfluss deines Beines auf die Patella definitiv noch verändern. Und das kann ich vorher auch nicht genau sagen, ob dem so ist. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das machen können. Und dein Bein hat für heute auf jeden Fall erstmal genügend Veränderung erfahren. Okay? Mhm. Reicht's dir? Ich glaube schon. Was soll ich links prophylaktisch einfach noch mitmachen? Nee. Nee, ich glaube auch nicht. Okay, so, ich muss noch in den Anatomieatlas gucken. Da wollte ich euch und dir noch was zeigen. Mhm. Dann machen wir mal. Hast du das gemerkt jetzt zum Schluss? Mhm. Ja. Also da ist ziemlich viel in deinem Kniegelenk los, was so nicht sein sollte, aber nach zwei OPs darf das sein. Es darf nur nicht, ich glaube, dass es wirklich die Mechanik der Patella schon noch gut in den Griff zu kriegen sein wird, aber nicht sofort. Aber das ist jetzt auch nicht, habe ich ja glaube ich von Anfang an gesagt, nicht so verwunderlich. Das wäre auch ein bisschen außerdem, komisch. Wenn ich das machen wollte, was ich, also das geht gar nicht. Dein Bein hat jetzt schon genug zu verarbeiten. So, du kannst dich eigentlich erst hinsetzen. Mhm. Sind wir raus eigentlich? Wie? Raus? Ach so, hast du noch weiter? Ich bin hier gerade Mir ist das egal. tja, keine Ahnung. Also jetzt machen wir mal eine Pause. So, wir haben jetzt nochmal ein Bild rausgesucht, weil ich einfach möchte, dass ihr ein gewisses Verständnis nochmal dafür habt, wo wir jetzt gerade waren. Hier ist die Patella verborgen und das hier, das Weiße, das sind quasi die Faszien, die wir hier sehen. Oberschenkelmuskel, hier Oberschenkelknochen. Kira, und bei dir ist es so, dass eben dieser Zug hier außen, hier, der ist ein bisschen zu stark. Das habe ich ja jetzt schon mal ein bisschen, die Spannung ein bisschen runtergenommen. Da müssen wir auch noch weiter arbeiten. Ja, und hier müssen wir die Muskulatur, das sind zwar jetzt nicht die Adduktoren, aber ein besseres Bild hatte ich jetzt nicht, das müssen wir noch ein bisschen stärken, halt einfach, dass die Zugkräfte gleichmäßig sind. Was hier nochmal wichtig zu erkennen ist, ist, wie die Faszien um die Patella drumherum gehen und dann hier in das Ligamentum Patellae, das ist das hier, Arm, Schienbein ansetzen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn es hier unterschiedlichen Zug gibt, nämlich der Zug hier nach außen ist höher als nach innen, dann hat die Kniescheibe ein Problem und kann nicht ganz mittig laufen. Na? Okay, Fragen dazu? War verständlich. Okay, gut, weil dieses eben, dieses, dass das so um die Kniescheibe drumherum geht, haben die meisten haben wahrscheinlich nicht so ein Bild vor Augen. Aber
das ist für dich oder für euch auch ganz wichtig, halt eben, wie so eine Kniescheibe funktioniert und dass es eben unterschiedliche Zugverhältnisse halt geben kann. Ja, und dementsprechend haben wir eigentlich auch schon gesagt, was wir zu tun haben. Ich würde sagen, jetzt habe ich mal wieder zu 98% geredet. Du hast so A und I und O gemacht und so. Und wie war es denn eigentlich, wie hast du denn so die Behandlung empfunden? Schmerzhaft. aber anscheinend hast du ja die richtigen Punkte getroffen. Bleibt noch abzuwarten, aber ich fand den Retest dafür eigentlich schon mal ganz gut, weil die Muskulatur und die Faszien viel tiefer konnte ich die jetzt nicht bearbeiten, da hättest du die nächsten 3 Tage sonst nicht laufen können. Du wirst eh wahrscheinlich ein bisschen vielleicht Schwierigkeiten bekommen morgen, weil der Oberschenkel ziemlich arbeiten wird. Mhm. Aber es ist halt auch super. Ich habe jetzt die Punkte halt auch und da kann ich mich natürlich noch mit meinen Kollegen austauschen. Dementsprechend wissen wir ganz genau, was wir bei dir zu tun haben. Außer schmerzhaft, sonst noch irgendein Adjektiv, der dir zu der Behandlung einfällt? Also ich habe selber dann den Unterschied gemerkt, dass es irgendwann dann flüssiger ging. Mhm. Beziehungsweise ja, dass wirklich der Schmerz dann nachgelassen hat. Du meinst, weil ich in den Strukturen, in denen ich genau. Dann, ja. Hm? Ja. Genau. Das ist immer ein bisschen verwunderlich dann, ne? Weil am Anfang tut es so dermaßen weh und dann, aber wenn ich es nach und nach löse, komme ich halt einfach tiefer. Und das war bei dir ganz wichtig, da ans Kniegelenk zu kommen. Man merkt, dass das Kniegelenk einiges mitgemacht hat, ja, aber die Kniescheibe werden wir den Verlauf definitiv ordentlich verbessern. Linda guckte schon wieder die ganze Zeit so. Ja, habe ich gerade vergessen in der Pause. Wir müssen ja mal ein bisschen Sauerstoff reinlassen, weil es halt einfach doch ein bisschen wärmer wird. Ne? Ist so. Ja, Kira, du wirst uns ja hier in diesem Hause noch ein bisschen erhalten bleiben. Mhm. Wie gesagt, wir haben jetzt nochmal einen neuen Weg aufgemacht, damit du eine erfolgreiche Handballtrainerin wirst. Und wenn du dann deutsche Nationaltrainerin wirst und darauf achtest, dass es halt wesentlich weniger Kreuzbandrisse im Handball gibt, natürlich in Absprache mit mir, da freue ich mich drauf. Kriegen wir hin. Das wäre echt super. Ja, dann danke. Danke. Danke auch. Wie gesagt, war heute mal kein Knickknack, aber trotzdem am Gelenk gearbeitet. Und Chiropraktik heißt Chiro, griechisch ist die Hand. Ja, da haben wir, glaube ich, genügend mitgearbeitet heute. So, ich will das immer Mitte des Videos sagen, habe ich schon mal gesagt, ich vergesse das immer. Bitte abonniert unseren Kanal, damit unterstützt ihr uns enorm, sodass wir uns weiterentwickeln können. Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass man die Glocke drücken kann. Kennst du die Glocke? Nee. Dann wird dir so ein Video immer angezeigt, das ist auch voll praktisch. Und ansonsten, wenn du einen Kniegelenkspalt gefunden hast, schreib mir mal einen Kommentar und schalt sonst einfach beim nächsten Mal wieder ein. Es wird bestimmt interessant. Und ob wir beiden uns nochmal wiedersehen, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Danke erstmal, dass du da warst. Danke dir. Danke dir fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.